Ein grüner Pilz, der oft in der Nähe von Bäumen wächst. Er speichert die Energie der Erde und füllt dadurch. Ja, doch, und füllt dadurch als Kochzutat die Ausdauer auf. So. Hacke. Schild. Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf, aber dank des dicken Holzes dient es er auch als Schild. Und auf Dauer solltest du dich aber nach robusteren Alternativen umsehen. Ja, die Auswahlschildwechsel habe ich ja schon. Und ja, mein Problemschild ist immer noch besser. Chili, isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Als Kochzutat wärmt sie den Körper, so dass man sich auch an kalten Orten mollig warm fühlt. Mollig warm fühlt. Ist auch schön. Darf ich die Chili noch haben? Danke. Das scheint das Tagebuch des alten Alten zu sein. Ich wollte jetzt eigentlich nur alter Mann sagen. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili, so viel weiß ich noch. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es war aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt. Doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind. Dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar meinen Winterwams hergeben. Nee, werfen. Eine Holzfäller-Axt, meine Tasche ist voll. Damit. Oder eins. Nee, hierbei. Hey! Alter Mann! Was ist denn? Ich war gerade erst eingeschlafen. Was machst du da? Was ist denn das für eine Frage? Er schläft. Natürlich schlafe ich. Was immer du willst, es muss bis morgen warten. Wenn du Zeit totschlagen willst, setz dich doch vorne ans Lagerfeuer. An einem Lagerfeuer kannst du die Zeit verstreichen lassen. So, warten wir mal bis morgens. So, bist du wach? Na, scheinbar. Da vorne ist er. Der Gute. Singt das Lagerfeuerlied, ja. Jetzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Uppala. So wollte ich das. Und dann kommt Lukas. Bam, bam, bam. Hallo. Kommst du mit der Erkundung der Schreine voran? Was machst du da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben, aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Man muss sich vor dem Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das da, ist das nicht meine Axt, die du da bei dir trägst? Du kannst sie gerne behalten, aber hilf mir doch bitte beim Baumfällen. Ich bin etwas erschöpft. Ich muss mich eine Weile ausruhen. LRG, ja. Ja. Holzfäller-Axt. Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie. Ich bin Feuerbändiger.
Das geht schon. So, die Frage ist, wie viel Witzen wir haben. Sagst du mir das? Entschuldigung. Oh. Hm, was ist? Bin etwas erschöpft. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ja. Na, ich lass ihn mal machen. So, könnten wir zum Schrein kommen, ne? Den hier wegfällen. Und dann nicht so doof sind und runterfallen. Und hier ganz vorsichtig rübergehen. Ja, das ist ja gemein, was der da hat. Aua! Bocklanze, ein dicker Ast mit angespitzten Ende. Nicht mehr. Nicht mehr. Bockblins benutzen ihn, um Fleisch oder Fisch auf dem Feuer zu resten. Oh. Ach, und ah, irgendwas, was ich. Auf dem Fackel. Ach, hier kommt der Ast. Nee, so nicht. Weg damit. So. Ein Mensch braucht den Ast. So, und jetzt wollen wir da hoch. Das Ding ist, unsere Ausdauer reicht vorne und hinten nicht, um da hoch zu kommen. Müssen wir mal lunzen, ob es irgendwie einen anderen Weg gibt. Könnten. Naja, mit Pausen dazwischen. Jetzt ist halt nur die Frage, wie, wo, was kriegen wir Pausen? Also, wie, wo hochklettern, ist die Frage. Ja, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ah, nicht hochrennen, Link. Sputtling, dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Nein! Ach, Mann! Link! Komm, lass nochmal los. Fall da doch nicht einfach runter, Mensch. So. Du kannst hier stehen. Erzähl mir keinen. Stehen. Naja, das. Tja, wenn wir jetzt einen Gleiter hätten, ne? Wird man zwar nicht hochkommen, aber nach unten. Und dahin? Ding ist. Okay. So.
Nein! Oh Mann! Nein! Warum? Link! Warum? Warum? Mann! Du warst doch oben! Hätten wir jetzt Paraglider gehabt, ne? Der Opa hat uns umgebracht. Ich sag's euch so, wie es ist. Weil er uns seinen Paraglider nicht geben will. Der Pilz ist mir relativ egal. So ein Blödsinn. So, kann man da auch stehen? Na, ich mag es nicht ausprobieren, wenn ich ehrlich bin. So, Link, und jetzt kletter da bitte hoch. Dankeschön. Merci. Wamudai-Schrein. Da. Unbedingt hier den Teleportpunkt aktivieren. Wenn wir nicht nochmal hochklettern müssen. So, was kriege ich jetzt für ein Modul? Sieht nach Zeitanhalten aus. Aha, Name der Göttin hier sollst du geprüft werden. Ja. Und jetzt sag mir mal. Herr über die Zeit. Ja. Lässt für ein Objekt die Zeit stillstehen. Werden gestoppte Objekte erschüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald die Zeit weiterläuft. So kannst du auch riesige Objekte bewegen.
Bada 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 bam. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Ein Hammer. Das ist ja der Hammer hier. Eisenhammer, ursprünglich zum Zertrümmern von Erz entworfen, taugt dieser schwere Hammer auch als Waffe. Ist meine Waffentasche voll? Ganz. Da muss das. Boah, was ist los, Lukas? Boah. Da ist eine Dingsbums. Akiste! Ich sehe Akiste! Der Witz! Was für ein Witz! Hä? Verstehe ich nicht. Diese robusten Schilde sind bei Abenteuern sehr beliebt. Sie werden aus Tierhäuten und stabilen Holz hergestellt und schützen vor wilden Tieren und kleineren Monstern. Ein Reiseschild für den Wind. Besser als der Topfdeckel auf jeden Fall und das Boblin-Schild. Kannst du nochmal runterfallen, bitte? Ich mag jetzt nicht. Du bist der Witz? Ja, das sowieso. Ich bin der Witz. Das ist richtig. So, und das können wir jetzt bewegen. Dann nehmen wir aber unser Hämmerchen. 12! Na gut, aber ist schwerfällig, ne? Nein! Oh Gott! Nicht wieder auch runterfallen. Ganz ruhig. Home Run. Ist so. Touchdown. Um noch eine Sportart hinzuzufügen. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. See ya. So, ich muss jetzt dem Typen... Ach du Heilige, wie komme ich denn hier wieder runter? Ja, wenn ich jetzt den blöden Gleiter hätte, ne? Wenn ich den blöden Gleiter hätte. Ich würde so easy hier runterkommen. Aber nein. Der alte Mann ist ja geizig. Ja, hier ist so der Kall. Ja, ich kann an sich kann ich ja nur runter teleportieren, ne? Gut, ich könnte jetzt auch wieder runterklettern, ja. Aber was haben wir denn hier? Eine. Ich könnte den auch wegstoßen. Warte. Wie war es nochmal? So war das. Genau. Hier, das geht nicht. Dann, so vielleicht? Nein. Dann muss es so gemacht werden. Tschüss. Reisebogen. Ein kleiner Bogen, wie ihn Reisende zur Selbstverteidigung mit sich führen. Solange man Pfeile hat, kann man hier mit Feinde aus sicherer Entfernung bekämpfen.
Wie waren die Schnellauswahl von dem Bogen nochmal? Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. So. Ich hab noch ausgerüstet den Bockbogen. Warum? Aber ganz ehrlich, auf dem Bockbogen habe ich echt keinen Bock mehr. Deshalb nehmen wir den Reisebogen. Beim Football wird kein Ball geschlagen. Oh, da ist er wieder, der Klugscheißer Lukas. Ja, ich muss rum. Schrein des Lebens? Ist am nächsten, ne? Ja, ist am nächsten. Ja. Einfach nur ja. Lukas, wie viel willst du heute klugscheißen? Lukas, ja. Ach, Lukas, mit dir macht man was mit. Das sage ich dir. So, und ich muss den hier sein Rezept fertig basteln. Damit wir das Winterwams bekommen. Im Football schon eine Menge, ja. Wenn ich mich mal damit beschäftigen würde, wann die Spiele von Football kommen, würde ich sie wahrscheinlich auch gucken. Und das Allerschlimmste ist ja, mit dir und Dennis habe ich zwei Leute, die mir das im Nu beantworten könnten. Naja. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Der Opa freut sich auch schon. So, Das Geile ist, langsam kriege ich die Steuerung raus, aber wenn wir das nächste Mal wieder Zelda streamen, ist die Steuerung wieder weg. Da weiß ich wieder gar nichts. Laufen wir überhaupt richtig? Ja, bisschen. Ach, da ist auch... Och, komm. Ach, komm. Oder war das jetzt der Schrein? Moment. War das jetzt der Schrein oder der andere Schrein? Nee, das ist der Schrein da oben. Ah. Nee, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Nee, dann müssen wir da wirklich hinlaufen. Okay. Ja. Wie war das vorhin? Stream in die Länge ziehen? Künstlich? Weil Ben wieder doof ist. Aber wenn die jetzt einmal hier sind, ne? Hier sind noch Kisten. Potenziell. Ne? Die wir potenziell zerstören könnten. Um nichts zu finden. So, überhaupt nichts. So gar nichts. Hat sich ja voll gelohnt. Drin war auch nichts mehr, ne? Mein Bett. Ich will wieder mein Bett. Oder 15:30 los. Das Problem ist, Sonntag kommt auch Formel 1, Lukas. Und das geht vor bei mir. Uhr nächstes Spiel. Okay. Wenn ich es nicht vergesse,
ist 19 Uhr das nächste Spiel. Und dann 22:30. Lukas, kannst du mir sagen, wann die Bengals wieder spielen? Aus einem mir nicht erfindlichen Grund mag ich die. Ich erinnere dich. Okay, dann erinnerst du mich. Und sag mir dann auch den Sender. Ich nehme an, ProSieben Max. Oh Gott, was? Was jetzt, oh Gott? Lukas? ProSieben. Ja, fast richtig. Ja, die Bengals, Mann. Hab ich? Warte mal, ich hab doch die Bomben. Diabolisches Lachen. Grillwild. Über offenen Feuer gegrilltes Wild. Durch die Hitze entfaltet sich das Aroma und der Heileffekt wird gesteigert. Ja, okay, ich nutze ja schon eine Bombe. Ist ja gut spielen. Schrei mich nicht so an. Jetzt könnte ich, naja gut. Bin dumm. Danke. Wie waren das nochmal? Ich habe immer noch keine Pfeile. Er ja, weiß nicht, ich bin es irgendwie gewohnt, dass man mit der linken Schultertaste den Bogen vornimmt und dann mit der rechten spannt. Aber hier macht man ja alles mit der rechten Schultertaste. Daran muss ich mich echt gewöhnen. Nee. Wir sind total falsch. So. Da müssen wir lang. Ein Bengel zum Free TV? Schade. Glaube, ich werde im Verlauf dieses Stream-Projekts noch sehr viele sinnlose Screenshots machen. Einfach nur, weil ich die Karte aufrufen wollte. Schon wieder gemacht. Wieso mache ich sie mir nicht einfach? Kann ich mir nie. Wie war denn das? Ganz gerne. Und ich. Wollte nicht nochmal. Doch irgendwie. Markieren. Naja, jetzt muss ich noch A drücken. Markieren. So. Kann ich dann jetzt? Ja. Okay, da muss ich dann doch das andere nehmen. Alles klar. Ja. Huch! Das wollte ich so jetzt nicht. Okay, man kann auch direkt, wenn man das Fernglas ausgerüstet hat, markieren. Okay, alles klar. Okay, alles klar, Lukas. Könnte ich mal reingucken. So, es gibt hier noch eine Dingsbums. Hier sagt schon, eine Heugabel. Traditionelles Bauernwerkzeug. Zur Beförderung von Heu. Leicht genug, dass es auch alte Väterchen es noch heben können. Vorsicht mit dem spitzen Hacken.
jetzt nicht. Das erste ist Pro7 und das andere auf RAN-TV. Okay. So, das ja. 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 Wild und Chili, so viel weiß ich noch. War aber weder Pilzpflanze noch Geflügel. Kann es ja nur irgendwas links gewesen sein, irgendwas vom Monster.